Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play, nämlich Watch Dogs. Und jetzt kommen wir hier zum Anfangstrailer. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Also, ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Linie. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Nichts geht in das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei. Schalte ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Okay, können wir jetzt selber spielen? Okay, Ubisoft Presents. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Elf Monate später. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich
wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Doch wenn ich nach wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Okay, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt, nämlich Watch Dogs. Es gab schon viele Probleme, es hat immer wieder geleckt, jetzt habe ich ein anderes Aufnahmeprogramm, nämlich Möbius Action. Und jetzt funktioniert eigentlich alles ganz flüssig und die Grafikeinstellung ist alles gut angepasst. Und jetzt müssen wir ihn, glaube ich, erschießen. Aber eigentlich möchte ich ihn gar nicht erschießen, ich schieße ihn mal in seinen Sack. Naja, war klar, dass nichts drin ist. Oh, ich kenne es ja eh schon. F. Wum. Busch. Kabusch. Boom. Bang. Machen wir ihn einfach mal fertig. War irgendwie klar. So dumm war, versucht doch anzugreifen. Ja, Pech gehabt. Wie der Hacker, der sogar kämpfen kann. Aber ich wette, er hat mit dir. So, und jetzt gehen wir erstmal hier zum Getränkeautomat und hacken ihn. Ah, hier. Das Handy. Ich muss echt was. Verstörend. Okay, hier den Getränkeautomat. So. Na, wir können die Getränke nicht mitnehmen. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Hier was? Medizin. Ein chemischer Komponent. Und dann, was ist das hier? Irgendwas zum Hacken. Okay. Systemschlüssel. Und noch Geld ein bisschen gefunden. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier raus. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Charlie. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Okay. Jetzt wissen wir schon mehr über die Story. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Okay. Jetzt müssen wir hier vorsichtig von der Polizei fliehen. Okay, warte, Leute. Wir gehen jetzt erstmal, ich glaube, hier hinten rum. So. Hacken wir das Ding mal. Und somit, genau. Jetzt gehen wir nämlich hier rein.
Und jetzt guckt der Typ sich die Maschine da an. Und jetzt gehen wir schnell raus. Und rennen hier außen rum. Hier immer in Deckung bleiben hinter der Wand. Und so sehen uns die Polizisten nicht. So, okay, sie haben uns nicht entdeckt. Dann können wir jetzt in Ruhe nach da oben klettern. So, und durch die Tür. Y. Hä? Um den Profiler zu aktivieren. Ich hab doch Y gedrückt. Ah, okay, jetzt. Dann hacken wir mal die Kameras hier. Übel geil gemacht, finde ich, hier mit den Kameras hacken. Und dann sehen wir uns hier mal um. Ah, guck mal, da ist noch eine Kamera. Und dann von der Kamera zu der Kamera. Und von der zu der Kamera. Und dann... So, Tür entriegelt. Ups. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. Das können wir auch noch hacken. So, jetzt müsste die Tür offen sein. Genau, weil jetzt haben wir ja die Gesichtserkennungsding da, glaube ich. Okay, dann müssen wir ihn ablenken mit elektronischen Teilen. Okay, Tab halten. Oh, Leute, ich komme hier nicht klar mit dem Ding. So, jetzt... E herstellen. Und jetzt loslassen. Und jetzt müssen wir das Ding werfen. So. Komm schon, geh schon. Laufen schon mal nach vorne. Nächste Deckung. Schnell nach oben. Und durch die Tür verschwinden wir. Hallo. Hey Sie, Sir. Das ist nicht mein Problem. Das ist ja, kommen Sie Scheiße, her. Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Ja, das war hier. Nein, da gehen wir nicht hin. Gut, da ist noch eine Kamera. Das ist doch scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht. Hässlich. Hier können wir... Skyman kann ja die ganzen Leute identifizieren. NSA und so. Können wir hier irgendwas noch hacken? Ist ne, oha, 3 Millionen Einkommen. Hier können wir den hacken. Der hat ein Handy. Und Geld abgenommen. Zugriff über Geldautomaten, geil. Okay. Dann laufen wir mal hier außen rum. Da dürfte uns niemand sehen. Und es leckt nicht mehr. Vorne hat es geleckt und da hatte ich ein paar Probleme. Aber jetzt funktioniert alles. Okay, hacken wir den Geldautomaten. Ja, hier. Nehmen wir mal das Geld. Und wieder 140 Dollar. Alter, wenn es so leicht gehen würde, ich wäre reich. Ich würde mich überfallen. Und da ist das Spiel im Gange. Wie geil. Wer gewinnt? Weiß nicht. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich ja hier wieder die Kamera hacken. Dann in die Kamera. Und hacken wir den Typ. Und jetzt können wir es aufmachen. Ah ne, jetzt können wir es aufmachen. Genau. Und jetzt Waffenrad öffnen. Oh Leute. So, E. Zur Herstellung Fähigkeit freischalten. Okay. Geh, wenn ein Rad ausgerüstet ist, okay. Und jetzt können wir den Strom ausfallen lassen. Blackout.
Jetzt müsste die Tür eigentlich von selber aufgehen. Ist ja eine elektrische Tür. Die stehen ja noch relativ ruhig da, die Leute. Ist das ein Feuerwerk? Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns hier niemand sieht. Rennen wir hier einfach mal runter. So, hier ein bisschen in Deckung gehen. So. Verriegeln. Baseballschläger davor. Und jetzt telefonieren. Wo bist du, Johnny? Was? Weg. Habt ihr Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Nicht verfügbar. Ich muss... Okay, dann schnappen wir uns mal das Auto von dem Kumpel, vom Kumpel, vom Kumpel, Kumpel, Kumpel. Na, no, hier können wir nicht rennen. Müssen ein bisschen langsamer laufen, unentdeckt. Hier frei rauslaufen. So, jetzt müssen wir vor der Polizei flüchten. Oder müssen wir erstmal ins Auto rein. Und das ist da hinten, das heißt, wir laufen da jetzt erstmal schnell hin. Und der Strom geht wieder, ist ja schön. Können wir die... Wow, da ist ein Polizeiauto, verstecken uns erstmal hier hinten. Okay, jetzt weiter. Und es kommt geile Musik. Schön. Okay. Da drin ist doch schon unser roter... Was ist das für ein Auto? Keine Ahnung, ich kenne das Zeichen nicht. Irgend so ein komischer Stern. Weiß nicht, was es bedeutet. Und dann fahren wir mal hier raus. Ja, bla bla bla. Ja. Okay. Und jetzt hier unsere tollen Fahrkünste. Nicht, alter Leute, Autofahren, GTA. Ich töte immer einfach nur alle, weil ich es einfach nicht drauf habe. Jetzt müssen wir möglichst unentdeckt hier wegschleichen. Okay. Vielleicht sollten... Achtung! Ich möchte hier niemanden verletzen. Hier einfach mal hier schön hinten durch den Park wegfahren. Wir können wahrscheinlich auch noch andere Autos nehmen, außer das. Okay, hier über die Schienen. Okay, müssen wir aufpassen, dass uns kein Zug erwischt. Können wir nach hinten schauen. Wow. Ja, ich glaube, wir machen das Auto schnell kaputt. Meine Fahrkünste sind immer noch die unschlagbar besten hier. Ey, wenn da nicht der Reifen kaputt geht, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay, jetzt müssen wir unser Versteck erreichen. Cool, wir haben es geschafft. Ohne irgendwie die Bullen auf uns aufmerksam zu machen. Scheiße, ich habe einen Zivilist getötet. Ups. Dann kann man auch irgendwie positiv bei den Bürgern sein und negativ. Also, dass die einen mögen oder halt eher hassen, weil wir irgendwie die ganze Zeit überfahren oder so. Ja, bla bla bla. Müssen wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Leute, ich feiere das Game jetzt schon übel. Was man hier alles... Guck mal hier, sprengen. Oh, scheiße, war jetzt vielleicht nicht so schlau. Können wir noch was sprengen? Nein. Ich habe mich selber getötet, weil ich es gesprengt habe. Ich bin so dumm. Leute. Ich bin so blöd. Egal, jetzt sind wir gleich bei uns im Versteck. Ist auch nicht schlecht. In einem Motel. Wir können ja mal weggehen und dann das Ding sprengen. Also da könnten wir dann auch irgendwelche Polizisten töten, wenn die in der Nähe sind und wir sprengen das Ding einfach in die Luft. Dann würde es funktionieren. Aha. Hier können wir alles hacken, Leute. Okay, jetzt müssen wir jetzt aber nicht alles hacken. Autsch. Das hat wehgetan. Kommen wir jetzt hier hoch?